Auch bei Novavax gab es große Zulassungsstudien mit rund 45.000 Teilnehmern. Und dort hat sich gezeigt, dass auch Novavax effektiv vor Covid-19 schützen kann. Und mit einer Effektivität von rund 90% ist er fast so wirksam wie die mRNA-Impfstoffe. Und auch bei Novavax gibt es diese Impfreaktionen, diese grippeähnlichen Symptome ein, zwei Tage nach der Impfung. Und die können nach der zweiten Impfung, die man im Abstand von rund 3 Wochen bekommt, etwas häufiger auftreten. Weitere schwere Nebenwirkungen haben sich in den Zulassungsstudien nicht gezeigt, wobei man natürlich nicht ausschließen kann, dass es noch sehr, sehr seltene Nebenwirkungen geben kann, die zum Beispiel nur einen in 100.000 Geimpften betrifft. Und solche seltenen Nebenwirkungen, ähnlich wie bei den anderen Impfstoffen, würden wir erst sehen, wenn wir Novavax millionenfach verimpft haben. Auch der neue Impfstoff von Novavax basiert auf dem Spike-Protein. Aber im Gegensatz zu den bisherigen Corona-Impfstoffen wird nicht der Bauplan des Spike-Proteins verimpft, sondern das Spike-Protein selber wird im Labor hergestellt, gereinigt und das gereinigte Spike-Protein befindet sich dann in dem Impfstoff. Der Vorteil ist, dass das eine Technologie ist, die wir bereits aus anderen Impfstoffen kennen. So beruhen zum Beispiel die Impfstoffe gegen Gebärmutterhalskrebs oder gegen die Gürtelrose auf recht ähnlichen Technologien.